Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself-Video. Das wird heute keine größere Baustelle, eher so eine kleinere Plug-and-Play-Modifikation. Die Firma Haloview hat mir ein Paket zum Testen zukommen lassen. Da ist eine Spiegel-Dashcam drin, also in diesen Innenraumspiegel, und eine Rückfahrkamera. Das ganze System basiert auf Funk, also nicht Kabel gebunden. Ich hatte ja schon mal so ein ähnliches System verbaut. Da oben hängt es noch. Jetzt bin ich ja kein großer Freund von Funksystemen, ehrlich gesagt. Man hört immer Übertragungsfehler, Interferenzen, Abbrüche, das ganze Pipapo. Ich stehe dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber, ehrlich gesagt. Umso mehr freue ich mich aber, dass ich hier so ein Video machen kann, beziehungsweise so ein System mal testen kann. Und ja, die Erfahrung, die ich mache, mit dir zu teilen natürlich. Ich glaube, das nennt man Win-Win-Situation. Hast du eine Meinung dazu? Hast du so ein System? Schreib das doch mal bitte in die Kommentare rein als Feedback. Würde mich echt brennend interessieren, weil das ganze Thema ist schon interessant für mich. Ob wirklich meine, ja, bis dahin in Stein gemeißelte Meinung noch Gültigkeit hat. I'm gonna tell you right now, 'cause she's the one I'm thinking of. Okay, fangen wir mal an. Ich packe das Paket gleich aus, schauen wir uns an, was drin ist, dann werde ich es montieren. Das sollte nicht so schwierig werden, glaube ich, ohne Kabel. Dann schauen wir uns nochmal das Menü an, machen eine Probefahrt und dann gibt es ein Fazit. Und ich werde auf jeden Fall noch ein Langzeitfazit machen, weil ich glaube, erst dann, wenn ich es länger benutzt habe, kann ich da eine vernünftige Aussage darüber treffen, wie gut oder wie schlecht das Teilchen so ist. Dann schauen wir mal, was da so drin ist. Okay, Bedienungsanleitung. Der Spiegel. So, beim Spiegel hast du hier den Antennenanschluss. Hier ist noch eine Speicherkarte drin, 32 GB, ein Lichtsensor, denke ich, und den USB-Anschluss für Strom. Hier ist die Dashcam, die kann man so rausziehen noch und ist auch einstellbar. Befestigungsklipse, Lautsprecher. Ja. So, und hier kannst du an- und ausmachen. Ja, spiegelt ganz gut, würde ich sagen. Läuft alles über Touch. Eine Antenne für die Kamera. Eine Antenne für den Monitor. Noch eine Antenne. Keine Ahnung. Anschlusskabel. Stromkabel, 12 Volt. Noch ein Kabel, keine Ahnung, zwei Strapse, und die Rückfahrkamera. Die Rückfahrkamera ist sehr massiv, muss ich sagen. Also das ist irgendwie Vollstahl hier, sehr schwer oder relativ schwer für so eine Kamera. Einstellbar mit so Raster-Einstellungen. Ja, und hat natürlich auch solche Infrarot-Nachtlichter. Leuchtdioden. Schrauben, Kameraspezifikation, blende ich später nochmal ein. Ein Blech. Das ist jetzt alles dabei. Vom Prinzip brauchen wir jetzt nur noch die richtige Antenne an der richtigen Position, Monitorantenne. Brauchen wir dann hier so drauf, mal das sehen. So, ne? Dann sieht das so aus. Und dann kann man die auch entsprechend noch einstellen. Das gleiche machst du auch mit der Antenne, wo Kamera drauf steht.
und die kannst du dir dann auch nochmal so justieren. Ist ja mal klar, ich denke mal, wenn sie, also ich baue sie so drunter, knick die so nach da und dann würde ich sagen, sieht das so aus. Ich weiß es noch nicht. Kümmern wir uns gleich mal drum. Genau, so, machen wir mal den Einbau. Der Einbau ist, glaube ich, denkbar einfach. Nimmst du dieses beiliegende Kabel, wo hier rot und schwarz dran ist, plus minus. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich hole die mal ein bisschen raus. Da gibt es noch so eine... Na, kann man das sehen? Da gibt es noch so eine Dichtung, so eine Gummidichtung, so ein O-Ring. Sehr gut. Und wieder so. Und das, boah. Und das, da wo die Kamera dran ist und das Anschlusskabel, das kannst du hier so rein machen. Das geht nur in einer Stellung. Zack. Und dann drehst du den und dann ist der fest. Das ist gut. Das ist richtig gut. Also, der kann sich nicht mal eben so lösen. Ja, dann hast du die Kombi quasi zusammen. Beim Anschluss würde ich jetzt sagen, wäre das sinnvoll, nicht auf die Batterie zu gehen direkt. Also nicht immer Dauerplus. Und ja, es sieht so aus, als ob die sonst nicht so ausgehen würde von sich aus. Die ist, glaube ich, nicht gesteuert. Nee, kann ja auch nicht. Ist doch kein Kabel dran. Die ist mit ohne Kabel. Ja, also da gucken, dass du die irgendwo anschließt, wo vielleicht nur Strom drauf ist, wenn die Zündung an ist oder wenn du irgendwo was anschaltest, Licht oder dergleichen, damit du die Batterie nicht leer ziehst. Und da suchen wir uns jetzt mal ein Plätzchen aus. Regnet das jetzt? Nee, ne? Naja, ich gucke erst mal. Ja, war klar, ne? Pisst hier wie blöd. Naja, ich habe mich jetzt ein bisschen beeilt. Ich zeige euch jetzt mal eben, was ich gemacht habe. Ich habe da oben jetzt nur die vier Schrauben da reingemacht, die Kamera positioniert und dann bin ich mit so einem, hier mit so einem Kabel-Durchzieh-Hilfe-Assistent, weiß ich, wie die Dinger heißen, bin ich dann von der Kamera oben rüber an die Ecke, dann hier runter und dann bin ich an diese Positionsleuchte gegangen mit Plus und Minus, mit diesem schwarzen und roten Kabel. Kabel habe ich natürlich ein bisschen verlängert. Du kannst auch hier an die Beleuchtung hier gehen oder am Nummernschild Beleuchtung, völlig wurscht. Bei mir kommst du da aber nicht so ohne weiteres dran. Ich weiß auch nicht, wie das bei euch ist. Also ich bin jetzt da hingegangen, wo ich ein bisschen Plus Minus habe. Und ich gehe jetzt rein. So, und ganz wichtig, sucht euch vernünftiges Wetter aus für so einen Mist hier. Und nicht den Herbst. Naja, ist egal. Ich meine, das sollte jetzt soweit klar sein, denke ich, ne? Also die beiden Kabel zu ziehen und anzuschließen, das kriegt er hin. Wir kümmern uns jetzt um den Spiegel, den müssen wir auch noch montieren. Das ist ganz einfach. Das Ganze gehen wir dann gleich an unserem Spiegel, an unserem Originalspiegel, da mache ich es dran. Und dann war da so eine Tüte bei mit dem 12 Volt Kabel. Das ist relativ lang. Den steckst du da einfach nur so dran. Steckst das in der 12 Volt Steckdose und dann sollte es funktionieren. Dabei war noch irgend so ein Hebezeug, Werkzeug, dann zwei Glassicherungen sind da noch drin und solche Kabelklipse. Brauche ich alles nicht, habe ich noch von dem alten System. So, wir gehen nach vorne.
Jetzt will ich mal hoffen, dass man einigermaßen sieht. Also den ganzen Kliederabatsch machen wir jetzt hier dran fest. Hier hinten hast du auch noch mal so ein Gummi drauf, damit er da nichts verkratzt. So, die Kamera muss raus, denke ich. Und dann positionierst du dir den dahin. Und klippst du den fest. Das war's schon. Kabel anschließen und dann sollte das funzen. Damit man das Kabel hier oben an dem Spiegel hinkriegt, muss ich es natürlich hier verlegen, ist ja klar. Du kannst es auch erstmal vielleicht so hier quer runterhängen lassen. Das kannst du machen, sieht aber kacke aus. Also, wir verlegen das richtig und dafür müssen wir hier an von der A-Säule das Plastik abnehmen. Und das geht ganz einfach. Gummi abziehen. Dann ist das nur so geklipst. Da ein bisschen aufpassen, da ist der Lautsprecher dran. Stecker rein. Dann lege ich das in den Himmel rein. Da ist so eine kleine Wulst. Fällt es dann auch nicht raus. Habe ich mit dem anderen ja auch schon gemacht, dem Vorgänger hier. So, dann kommst du da rein und dann kannst du dir das hier mit reinklipsen. Und dann verlegst du das unterm Armaturenbrett. Musst du mal gucken, wie du da am besten hinkommst. So, damit du hier noch besser das Kabel alles verlegen kannst, kannst du dir auch, oh, sieht man nicht, ne? Da, die Düse rausnehmen und unten das Fach für die Sicherung auch rausnehmen. Da sind nur zwei Schrauben drin, unten eingehakt, fertig. Und den Kollegen kannst du auch einfach rausziehen. Das kannst du hier super arbeiten. Ja, wenn du alles gemacht hast, kannst du die Verkleidung von der A-Säule wieder dran klipsen. Ja, vom Prinzip war es das. Stecker ist drin. Ich hatte mir ja damals hier schon mal so eine Steckdose eingebaut. Und jetzt steckst du den da rein. Und dann ist gut. Ich hoffe, man kann das jetzt alles soweit gut sehen. Wir switchen einmal kurz durchs Menü. Mal gucken, was das so kann. Zündung an. Und dann sollte es auch schon angehen. Ganz wunderbar. Das funzt. So, wenn wir dann einmal drauf gehen, dann hast du so ein Bild in Bild. Einmal nur die Frontkamera und kannst auch diese Einstellung wählen. So, wenn wir jetzt ins Menü wollen, von unten nach oben, da kannst du dann einstellen, ob PAL oder NTSC. Dann kannst du die Rückfahrkamera so switchen, je nachdem wie du sie eingebaut hast. Hier kannst du ein Foto schießen. Hier wird die Aufnahme gestoppt oder gestartet. Pairing, hier werden, also meine Kamera, die Rückfahrkamera mit dem Spiegel war schon connected. Aber wenn es nicht sein sollte, kannst du es hier nochmal einstellen. Lautsprecher an, aus. Und hier kommst du zum Hauptmenü. Hier oben siehst du noch die Empfangsstärke. Full HD. Ton ist aus. Welche Kamera da gerade läuft. So. Hauptmenü. Hier kannst du dein Bild einstellen. Lautstärke, Helligkeit, Kontrast etc. pp. Hier kannst du deine
Aufnahmen einstellen, 1080p, 720p, die Bildqualität, ob die fein sein soll oder grob sein soll, mit Tonaufnahme, ohne Tonaufnahme, das kannst du hier alles einstellen. Hier kannst du dann in die Ordner reingehen, wo die Videos und die Bilder gespeichert sind. Hier kannst du die Parklinien ein- oder ausmachen. Du kannst die Parklinien aber auch einstellen. Du kannst sie breiter machen, enger machen, rauf, runter, wie es gerne hättest für dein Fahrzeug. Hier kannst du die Karte, die hier drin ist, formatieren. Und hier hast du nochmal die Set-Einstellung vom Datum her, welche Sprache, Uhrzeit, ob Setup zurückgesetzt werden soll und die Firmsoftware. Jo, das ist soweit alles. Hier unten kannst du ihn dann nochmal ausmachen. Und die kleine Besonderheit noch, du kannst die Kamera den Winkel noch verändern. Jetzt bist du ganz, schaust du ganz nach unten. Und wenn du dann hier so hoch scrollst, hier an der Seite in so einem freien Feld, dann kannst du die Position bzw. die Sicht verändern. Na, hier oben wäre schon mein Dach von der Garage. Das wäre so die Position für Autobahn vielleicht. Kannst du den rückfolgenden Verkehr gut beobachten. Und wenn du einparken willst, guckst du dir mehr den Boden an. Das wäre dann hier. Das soll es erstmal gewesen sein fürs Menü. Wir werden jetzt mal testen, Probefahrt machen. Ich bin gestern natürlich nicht mehr gefahren, war ja auch echt scheiß Wetter. Heute scheint die Sonne. Dann fahre ich doch lieber bei Sonnenschein. Also ich fahre jetzt mal eine kleine Strecke. Ja, zum Abschnitt noch mal ein kleines schnelles Fazit. Der Einbau ist denkbar einfach. Packst du die Kamera irgendwo hin, wo sie hin soll, und machst 12 Volt drauf. Passt alles, geht alles sofort. War schon gepaart? Ja, war schon verbunden. Hast einen riesen Vorteil auf jeden Fall. Du brauchst kein ewig langes Kabel, 7, 8, 10 Meter legen, um nach vorne zu kommen zur Empfangsstation. Das machst alles mit Funk. Das funktioniert anscheinend auch sehr gut. Oder sagen wir mal gut erstmal. Langzeitfazit kommt ja noch und dann werden wir mal Tacheles reden. Was sehr gut ist, dass du die Rückfahrkamera den Winkel verstellen kannst, also so digital, ne, mit diesen Swipe-Bewegungen. Rückfahrkamera hat auf jeden Fall eine bessere Qualität als das, was ich damals eingebaut habe. Das war eine 480p oder 420p. So. Und die hat jetzt 720p. Also schon deutlich besser. Die Dashcam hat auch Full HD, 1080. Ansonsten kann ich noch nicht viel dazu sagen, ob Interferenzen auftreten oder ob da Abbrüche sind oder ja, ich irgendwo den Funk störe, keine Ahnung, oder bei mir gestört wird. Das werde ich dann später erzählen, wenn es dann soweit ist. So von den Bildern her, tipptopp. Kannst du nicht meckern. Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen. Wie gesagt, ich mache noch ein Langzeitfazit und dann machen wir Butter bei der Fische. Ne? Okay, das soll es mal gewesen sein für dieses Video, für dieses Do-It-Yourself-Video. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschö.